bekommen wir noch nicht mehr. Einfach mal. Oh Gott! Oh. Ein Scan? Bocklinggang. Okay. Allerdings stand jetzt würde ich eher zur PlayStation-Version tendieren. Weil ich das Steelbook und alles haben will. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1, einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Mm. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Da wir auf Datumir noch nie weiterkommen, wird es zu Sepho werden. Ich muss jetzt erstmal den Controller an Strom anschließen. Ich habe wohl auch ein bisschen zu viel Cyberpunk gespielt. Übrigens, Digital, zu deiner Frage, was... Nicht Stylebook, Steelbook. Das englische Steel. Zu deiner Frage, das ist ein Steelbook. Da. Das ist passenderweise das von Jedi Fallen Order. Hinten. Da. Licht blendet etwas. Und so sieht's drin aus. Und was das bringt, es sieht schön aus. Und für Sammler wie mich ist das ein Verkaufsargument. So ein Ding zu kaufen. Ich hab auch noch andere hier stehen. Beispiel von Red Dead Redemption 2. Eine Lampe blendet. Oder... Horizon Forbidden West und noch irgendwas.
Dann habe ich noch einen von Death Stranding und Lego Star Wars hier stehen. Genau. So. Platzverschwendung. Was? Nein! Das ist cool, sowas. Jetzt mal gucken hier mit dem Kabel. Ich bin ja ganz froh, dass ich zu den Elite-Controller ein elendig langes Kabel gekriegt habe. Ich habe gefühlt ein 10 Meter langes USB-Kabel gekriegt, also ein Ladekabel. Einfach nur rot ist ja langweilig. Weiß nicht, ist da noch irgendwas drin? Redemption? Jetzt schon länger her. Nee. Drin sieht es jetzt auch nicht viel spannender aus. Ja gut, ich habe noch eine Karte und sowas dazu bekommen, also ja. So, aber jetzt wieder. Zurück zum Spiel. Er kennt sein Steelbook nicht mal. Alter, das Steelbook habe ich seit etwas mehr als 4 Jahren. Im Oktober sind es 4 Jahre geworden. Und ich öffne die jetzt nicht jeden Tag. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ja, ich mag die Natur auch nur, wenn sie hinter einer dicken Scheibe ist. Wann hast du es denn das letzte Mal gespielt? Vor Jahren. Red Dead Redemption ist sehr zäh, das Spiel. Es ist halt sehr, naja. Man könnte es ja mal im Stream spielen. Dann würde ich aber die PC-Version spielen, weil auf den Konsolen, auch auf der PS5, läuft das Spiel immer noch in 30 FPS. Das ist ein bisschen meh. Und als nächstes geht's nach... Ja. Sefu. Was macht Sefu? Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, ha! Wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Sabak spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Setz dich, Junge, wir landen gleich. So, Chefsessel, reisen. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut.
Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Carl, hier drüben. Hä? Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Serfo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Serfo besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Na dann. Was Schönes? So, das ist ja noch zu, das wird ja dann später eine Abkürzung. Baufälliger Hangar. Lagerkisten. Komm wieder her. Oh, es war also was drin. Oh nein, Poncho. Mal gucken, wie das aussieht. Bravo. Mir gefällt immer noch das Jäckchen am besten. Kannst du mich hören? Ja. Imperium, Sie haben Serfo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Versperrt. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Na gut. Ach stimmt, diese Ratten waren ja so elendig, ne? Die greifen dich ja aus dem Nichts an. Alter, jetzt komm doch mal runter. Eine Güte. Fähigkeitspunkte erhalten. Schön. Ein Scan? Skess. Stem? Das war knapp. Abkürzung freigeschaltet. Ah ja, genau, jetzt sind wir hier. Genau. Wetten? Wetten doch. Gut gemacht. Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt. Imperialer Code 94364. Kein Verkauf oder Handel. Wie die sich die ganzen Codes alle merken konnten, ne? Gab's bestimmt einen Duden für. Oh nein.
Lady! Beam nach! Jemand anderer soll hier raufkommen. Und dann bringen wir es zu Ende. Hör auf zu blocken und kämpfe! Aber Hauptsache selbst blocken, ne? Ist klar. Oh, guck noch. Doch, nein, nein, nein. Ach, ey, die gehen mir so auf die Nerven, ne? Ausschließlich auf Fernkampftaktik. Okay, komm wieder runter. Das sind alles Lügen. Das Räumungsbefehl. Imperium wollte nur das Land. Räumungsbefehl. Alle Zivilisten haben sich umgehend zur Umsiedlung einzufinden. Plünderer werden erschossen. Gemäß imperialer Code 94364 gilt kein Verkauf oder Handel ohne entsprechende Autorisierung und ausdrückliche Genehmigung. Diese Liegenschaft und ihre Besitztümer stehen ab sofort unter dem Schutz des galaktischen Imperiums. General Macron? General Macron? Nee, Macron. Ich wollte gerade sagen. 201. Staffel. Bestimmt auch Franzose. Digital ist mein Lurk, alles klar, Digital. Oh Gott. Danke für dein Lurk. Ne, komm mal ran. Hallo. Ich sehe dich. Das war knapp. Nehme ich mit. Ach nee, es ist meditieren. Ja. Ja. Dann kann ich ja noch Fähigkeitsproben. Wo investiere ich dich denn rein? Rang des Blocken. Weniger Blocker. Ah, was ist das? Maximale Macht ist auch ganz nice. Was haben wir hier noch? Hm? Auch zwei Fähigkeitspunkte. Müssen wir mehr die Macht noch. Wir müssen mal ein bisschen mehr die Macht nutzen. Huch, wollte ich nicht. So, genau, und wieder eine Abkürzung. Ach, Kacke. Hey. Los, vorrücken. Vor allen Dingen, wie ich das nicht unterbrechen kann, ne? Wie ich jetzt diese Katze nicht unterbrechen konnte. Was war da drin? Ein neues Outfit-Material halten, Wächter. Ah, nee, ich bleib bei meinem. Holt ihn euch! Irgendwie haben wir noch nichts bekommen an Outfits da und so weiter. Hi! Ja, okay, ich bin raus. Mich jetzt so wirklich überzeugen.
Aufpassen! Er ist auf der Flucht! Bewegung! Ich erledige dich endgültig! Trefft ihn endlich! Nähert euch dem Ziel! Der gesamte Trupp ist am Boden! Noch etwas? Scout-Truppler-Kommandeur, Fähigkeitspunkt erhalten. Nice. Oh, ich würde mir fast wünschen, mehr Stims-Packs mal tragen zu können. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Genau. Da oben, der Feind! Er ist der Wolf. Ach, come on. Machen wir ihn fertig. Ich hab ihn! Hey, Jungs! Bringt es zu Ende! Oh, na gut. Was war da drin? Schwerthülse. Pflicht und Entschlossenheit. Dein Fluchtversuch ist sinnlos. Das sehe ich anders. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Aufbruch. Also mal hier, das ist dann also eine Abkürzung. Werde ich mich erstmal heilen. So, ich glaube, ich konnte noch irgendwo einen Fähigkeitspunkt investieren. Zwei. Mal bei Verteidigung. Blockausdauer erhöht, sehr schön. Werde Licht.